حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vielleicht ein paar Worte zu den Geschehnissen. Letztes Wochenende war das, glaube ich. Oder wann war das? Die Demonstration? Letztes Wochenende. Weil wir werden gefragt, wie steht ihr zu diesen Sachen und. Ihr müsst erstmal wissen, liebe Geschwister, wir haben eine Religion. Und in dieser Religion redet nicht Hans und Kunz, wie man das so schön im Deutschen sagt, sondern wir haben eine Religion mit Koran und mit Sunna, yarhamukullah, und mit dem Verständnis, und das ist das Wichtigste, der Salaf. Jetzt, was denkt ihr? Bringt jede Gruppierung, jede Sekte irgendetwas aus dem Koran oder der Sunna? Ja oder nein? Alle bringen sie was aus dem Koran und der Sunna. Die Frage ist nicht, ob sie was vom Koran und Sunna bringen. Die Frage ist, ob sie das richtige Verständnis hier dabei haben. Okay? Deswegen haben wir eine Regel in der Aqida. Und diese Regel sagt aus, Sihat ad-Dalil la yalzam sihat al-istidlal. Bedeutet, dass jemand dir einen authentischen Beweis bringt, bedeutet noch lange nicht, dass dieser Beweis ein Argument für ihn ist. Was meinen wir damit? Nehmen wir mal eine Gruppierung, eine Sekte. Wer war die erste Sekte, die im Islam entstanden ist? Die allererste Sekte, bitteschön. Die Khawarij. Können wir sagen, die Khawarij haben sich nicht an den Koran gehalten? Können wir das sagen? Sie haben doch auf den Koran verwiesen. Können wir sagen, sie haben die Hadithe von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abgelehnt? Nein, haben sie nicht gemacht. Was war jetzt das Problem? Haben sie nicht Argumente gebracht aus dem Koran und der Sunna? Haben sie. Aber was ist jetzt das Problem? Wer sagt mir, was ist das Problem bei ihnen gewesen? Yahya. Sie haben das falsche Verständnis gehabt. Schaut mal, Ibn Abbas, radiyallahu an, sagte, Lamma dakhaltu alayhim, ay al-Khawarij. Als ich zu ihnen hereingekommen bin, ma ra'aytu ahadan min as-Sahaba, habe ich niemanden unter den Sahaba, unter ihnen gesehen. Was bedeutet das? Sie haben zwar Koran und Sunna genommen, aber nicht mit dem Verständnis der Salaf. Und deswegen, unsere Gelehrten teilen diese Gruppen in verschiedene Kategorien. Es gibt die Rawafid und die Sufis. Für sie sind die Wörter ihrer Gelehrten, ich mache mal Anführungsstriche, und das sind Shayatin, keine Gelehrte, aber damit ihr versteht, was ich meine. Für sie sind die Wörter ihrer Gelehrten höher angesetzt als Koran und Sunna. Okay? Dann gibt es andere Gruppierungen. Sie nehmen Koran und Sunna und lassen gänzlich die Gelehrten weg. Über wen haben wir gerade geredet? Wer war so eine Gruppe? Die Khawarij. So. Und Ahlus Sunna wal Jama'a nehmen den Koran und die Sunna mit dem Verständnis der Sahaba. Und deswegen gehen sie nicht in die Irre. Alles verstanden? Das heißt, Ahlus Sunna wal Jama'a gibt dem Koran und die Sunna ihre Stellung, aber gleichzeitig mit dem richtigen Verständnis. Ich will euch nur ein paar Beispiele geben, damit ihr versteht, über was ich rede. Die Khawarij haben zum Beispiel eine Ayah genommen aus dem Koran al-Karim. Diese Ayah ist im Koran al-Karim, in Surat al-Jinn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, Asa, Yasi, Masiya ist was im Arabischen? Was ist das? Die Araber, was ist das? Ungehorsam bzw. Sünde. Und wer sich, schaut mal, wenn wir das jetzt wörtlich übersetzen, und wer sich Allah und seinem Gesandten gegenüber ungehorsam verhält, so wird er für ewig das Höllenfeuer bekommen. Frage im Islam bei uns. Wenn du ein Sünder bist und mit den Sünden stirbst, gehst du für ewig in das Höllenfeuer? Nein. Lasst uns ein bisschen Aqida lernen.
Gehen wir für ewig ins Höllenfeuer, wenn wir mit Sünden sterben? Was kann sein? Was kann sein? Bitte. Dass wir dafür bestraft werden. Wie lange? Allahu alam. Aber Fakt ist, jeder Muslim, der als Muslim gestorben ist, kommt irgendwann heraus. Und das beweist eine andere Ayah. Haben die Khawarij darauf geschaut? Und diese Ayah sagt, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah wird niemals vergeben, das ist, wenn du stirbst, mit dem Schirk. Allah wird niemals vergeben, dass ihm andere Götter zur Seite gestellt wurden, aber alles, was darunter ist, vergibt Allah, wem er will. An-Nawawi sagt praktisch auch, wenn Allah will, vergibt er, ohne dass du bereut hast. Wenn Allah will. Aber wollen wir es riskieren? Auf keinen Fall. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadba lam yaghdab qablahu mithla wa la ba'dahu mithla. Mein Herr ist an diesem Tag so zornig, wie er es nie zuvor gewesen ist und wie er es nie wieder danach sein wird. Wer will das riskieren an diesem Tag? Aber theoretisch, wenn wir über die Theorie reden, kann Allah dir jede Sünde vergeben, was unter Schirk ist, wenn du nicht mit dieser Sünde gestorben bist. Taib, Alkohol trinken, über Schirk oder unter Schirk? Wettspiel, Glücksspiel, Zina. Okay, dann nehmen wir jetzt die harten Sachen. Töten. Ist klar? Allah wird niemals vergeben, dass ihm andere Götter zur Seite gestellt wurden, werden. Aber alles, was darunter ist, vergibt er, wem er will. So. Jetzt ist die Sache nicht mehr so, dass einfach Ungehorsam dafür ausreicht, dass man für ewig in das Höllenfeuer. Versteht ihr nur? Das sind zwei Ayat, die wir zusammengebracht haben. Aber diese Leute haben einfach Ayat genommen, ohne nach den anderen Beweistexten, was Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah macht. Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah versammeln alle Beweise und dann sagen sie, das ist das Urteil. Das ist das Urteil. Weil es ist nicht immer nur ein Beweis, der ein Urteil fällt. Oder zwei Beweise. Manchmal sind es sogar 30 oder 40 Beweise. Wer kennt das? Die Gelehrten. Und deswegen ist das eine Sache von den Gelehrten. Waren unter den Khawarij Gelehrten? Diese Leute, die unter den Khawarij waren, was denkt ihr, in welchem Alter waren sie? Genau dasselbe wie heute. Das waren milchzähne Kinder. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie so genannt. Ist kein Wort von uns. Hudafa'ul Asnan. Er hat sie milchzähne Kinder genannt. Und Uqul Taisha, das heißt, sie haben verwirrte Gedanken. So verwirrte Gedanken. Kaputt einfach. Wenn wir das so haben wollen, kaputt. Ich meine, ihr habt die gesehen. Habt ihr mal einen Khariji gesehen? Ich meine, brauchen wir nicht drüber zu reden. Diese Leute haben was vom Koran genommen und von der Sunna, wie jede Gruppierung das macht, und haben angefangen, aus den Ayat und aus den Hadithen selber Urteile abzuleiten. Wo sind sie reingefallen? Wisst ihr, dass manche Gelehrte sie als Kuffar sehen? Das ist kein Ijma unter den Gelehrten, dass sie Muslime sind. Das sagt die Mehrheit der Muslime. Aber es gibt eine andere Gruppe von Gelehrten, die sagen, die sind Kuffar. Am Kopf von diesen Gelehrten ist Al-Bukhari. Al-Bukhari, ein Unwissender? Ist kein Unwissender. Ich will euch nur sagen, in welcher, wir sehen sie als Muslime, anders als sie uns. Weil wir immer gerecht sind. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aber ich will euch nur sagen, in welcher Gefahr sie sich gebracht haben, dass manche Gelehrte sie als Nicht-Muslime sehen. Und daher siehst du eine jede Gruppierung, dass sie heute etwas bringt, was gar nicht mit dem Verständnis zu tun hat. Sogar haben manche Gruppierungen den Schirk mit dem Koran begründet. Allahu Akbar. Ja? Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Und glaube nicht, dass diejenigen, die auf dem Weg Allahs gestorben sind, dass sie wirklich tot sind, vielmehr werden sie versorgt bei ihrem Herrn. Tayyib, Frage, auch einer, der auf dem Weg Allahs stirbt, stirbt er in dieser Dunya, ja oder nein? Er stirbt. Tayyib. Wie kommen dann die Leute darauf zu sagen, der ist im Grab, aber er ist nicht tot. Und deswegen kann ich ihn bitten, weil er nicht tot ist. Er hat schon verstanden, dass man Tote nicht bitten darf. Aber mit welchem Argument kommt er? Er sagt, dieser ist doch gar nicht. Dieser ist nicht tot. Wenn ich ihn jetzt einen Zettel werfe von meiner Wunschliste, dann geht er abends für mich nach Kaufland und holt mir das. Wallahi, es gibt Leute, der wirft eine Wunschliste rein. Habt ihr das mal gesehen? Während er beerdigt wird, schmeißt einer eine Liste, sozusagen sein Talab, das, was er erwartet von dem Toten, er soll ihm das und das besorgen.
Und glaube nicht, dass diejenigen, die auf dem Weg Allahs gestorben sind, dass sie wirklich tot sind. Dazu haben wir doch die Erklärung bei Imam Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie beschrieben. Sie bekommen Seelen wie grüne Vögel, die um den Thron Allahs azza wa jal herumfliegen. Also sind sie in der Dunya gestorben, ja oder nein? Sie sind in der Dunya gestorben. Warum? Was wissen wir darüber? Allah azza wa jal sagt doch im Koran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Eine jede Seele wird. Das ist klar, oder? Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Du wirst sterben, ja Muhammad, und sie werden sterben. Und das ist genau das, was die Leute des Übels machen. Sie bringen Ayat, die vielleicht in verschiedenen Richtungen gedeutet werden könnten, und lassen die Ayat, die eindeutig sind. Habt ihr verstanden? Wenn du einen Sufi fragst, ja Achi, warum so viel Breakdance? Er sagt dir, Allah sagt im Koran, وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Und er sagt dir und fängt dann auch noch an zu erklären, der schämt sich nicht. Er sagt, guck mal, Achi, du kannst kein Arabisch. Wadhkurullaha in der Mehrzahl. Stimmt, ist in der Mehrzahl. Wadhkurullaha dhikran kathira, und gedenkt Allahs viel. Was meint er damit? Er meint in einer Gemeinschaft, Ullahu, hu, Yashu und so weiter. Kennt ihr alles. So. War das Verständnis der Sahaba? Hat er eine Ayah aus dem Koran gebracht? Ja. Was war die Regel von der Aqida? Dass du mit einem authentischen Beweis kommst, aus Koran oder Sunnah, bedeutet nicht, dass das ein Argument für dich ist. Mafum? Ja. Regel gelernt? Jeder kommt mit Koran und Sunnah. Sogar die Qadianiyah, die Ahmadiyya, die mit Ijma aller gelehrten Kuffar sind, kommen mit einem Beweis aus dem Koran. Ja oder nein? Seid ihr mit mir? Das heißt nicht, wenn jemand euch einen Beweis bringt aus Koran und Sunnah, dann sagt ihr, oh, mashallah, tabarak ar-Rahman, und dann verbeugt ihr euch vor ihm. Nein. Dieser ist vielleicht der größte Jahl. Und der hat eine Ayah gebracht, die gar nichts mit dem Ganzen zu tun hat. Aber weil man selber unwissend ist, was ist die Aufgabe dann von einem? Dass wir wen fragen? Die Gelehrten. So. Und wenn all unsere Gelehrten, und allen voran in dieser Zeit, Sheikh ibn Uthaymeen, Sheikh ibn Baz, Sheikh al-Albani, rahmatullah alayhim ajma'in, wenn sie das nicht so verstanden haben, wie kannst du das anders verstehen? Sag mal, ja, es gibt doch nicht nur die Gelehrten. Ja, welche Gelehrte meinst du denn? Wisst ihr, welche Gelehrte er meint? Er meint diejenigen, die andere dazu anheuern, Anschläge hier und dort zu machen und natürlich gerechtfertigterweise im Gefängnis sind, und möge Allah sie dort lassen, bis sie tauber machen. Ja? Natürlich bleiben die dort drin. Und ist auch das Recht, dass sie in so einer Dings gehören. Wallahi, wir waren in Medina. Ein Bruder hat mir erzählt. Überlegt mal, Medina. Wenn ihr nach Medina geht, seht ihr die Leute als Muslime oder als Kuffar? Als Muslime. Sagt mir ein Bruder, dort ein Freund von mir, möge Allah ihn segnen. Er sagt, wir waren auf dem Platz, da gibt es diese Masjid al-Nabawi, die Prophetenmoschee. Und daneben ist alles halt diese freie Fläche vor der Masjid al-Nabawi. Das war an einem Montag oder Donnerstag. Die machen immer jeden Montag und Donnerstag was. Da tun sie Datteln und Milch und solche Sachen für die Fastenden. Während sie das auftischen, kommt einer von den Khawarij, macht seine Sprengstoffgürtel auf und sprengt alles in der Luft. Und hat viele Leute mitgenommen. Was denkt ihr, er selber, sieht er das als Dschihad, ja oder nein? Sieht er das, um sich Allah zu nähern, ja oder nein? Dasselbe hat Abdurrahman ibn Muljim oder ibn Muljam, je nachdem, hat das gemacht mit Ali ibn Abi Talib. Er hat ihn mit 9 Schwertschlägen getötet. Und hat gesagt, 6 davon sind für Allah und seinen Gesandten und 3 für mich aus Hass ihm gegenüber. Zu Ali ibn Abi Talib, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari sagte, er wird heute die Fahne tragen, Allah liebt ihn und sein Gesandter liebt ihn. Subhanallah, Allah liebt ihn, sein Gesandter liebt ihn, dann kommt dieser Khariji und sagt, ich hasse ihn und er verdient den Tod. So sind die Leute. Ich meine, ihr habt doch gesehen, wer sie sind. So, und was will ich euch mit der ganzen Sache sagen? Ich will euch sagen, wenn einer euch mit Beweisen kommt, dann bringt ihr diese Beweise zu wem zurück? Zu den Gelehrten. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute, die Wissen über die Offenbarung haben, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Fragt sie. Du selber, du kannst sagen, ja. Schaut mal, wir haben jetzt zum Beispiel
Und ihr kennt uns, wir sind nicht Leute der Fitna, sondern Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir halten uns weit von der Fitna entfernt. Aber wenn einer eine große Zuhörerschaft hat und Dinge sagt, die gefährlich sind, ist das nicht unser Recht, dass wir darauf antworten? Frage ich euch, ist unser Recht ja oder nein? Manche sagen, ach komm, es geht doch um Kleinigkeiten. Hat der Wissen oder hat der kein Wissen? Der redet nur aus was? Aus Hauer, aus Emotionen. Jetzt kommt einer, Fanboys nenne ich die, Abo Übersympathie. Kennt ihr die Leute? Lass ihn in Ruhe. Er will nur was Gutes. Okay, Achi, ich habe doch nicht gesagt, er ist ein Scheitan. Haben wir gesagt, er ist ein Scheitan? Wir haben nur gesagt, das, was er falsch gesagt hat, korrigieren wir. Haben wir mehr gemacht? Haben wir jetzt seine ganze Liste studiert, wie diese Takfiris oder Madakhila? Haben wir nicht gemacht. Sondern wir haben nur gesagt, er hat das oder das falsch gesagt. Khalas, es beendet die Sache. Habt ihr gesehen, dass wir mit schmutzigen Wörtern um uns geworfen haben? Dass wir mit Schwert diese Rede gemacht haben? Habt ihr nicht gesehen? Sondern wir haben nur gesagt, er hat das gesagt, das sagen die Salaf. Ist das erlaubt oder verboten? Haben wir Namen genannt? Könnten wir, wenn wir wollten, Namen nennen? Könnten wir. Aber wir machen das nicht. Ist auch gar nicht meine Methodik, um ehrlich zu sein. Alhamdulillah, auch wenn ich das oft erwähne, ich bin sehr stolz darauf, dass ich in 20 Jahren Dauer nur 3 Leute mit Namen genannt habe, die es wirklich verdient haben. Und bis heute stehe ich dazu. Bis heute stehe ich dazu. Warum? Weil diese Leute einen immensen Schaden angerichtet haben. Und Alhamdulillah, wir wissen, welche Aussagen einen Schaden anrichten. Deswegen müssen wir manchmal antworten. Antworten wir auf alles? Nein. Wir sind auch nicht befugt, auf alles zu antworten. Sondern es gibt gewisse Dinge, die brauchen mehr Wissen, tieferes Wissen. Und dann antworten die Gelehrten oder Ähnliche auf diese Sachen. Aber es ist auch eine Pflicht für uns, dass wir auch unsere Geschwister schützen. Das geht doch nur darum. Das geht nicht darum, eine Person schlecht zu machen. Oder zu sagen, er ist ein Scheitan. Das geht nicht darum. Sondern das geht darum, pass mal auf, du hast das Falsche gesagt, korrigiere das und alles ist wieder gut. Ist das ein Problem, dass wir korrigieren? Sagt es mir. Was hindert uns daran, etwas zu korrigieren, obwohl wir wissen, es ist falsch, was wir gesagt haben? Was hindert uns daran? Arroganz, barakallahu fik. Dass man denkt, man fällt in den Augen der Leute. Wallahi, wir haben Großgelehrte gesehen, die haben korrigiert, allen voran, die 4 Rechtsgelehrten, haben sie nicht viele Aussagen korrigiert von sich? Manchmal sagt, seht ihr, der hat 2 Meinungen. Warum? Weil er die 2. korrigiert hat. Manchmal haben sie 3 Ansichten, weil er die 1. und die 2. korrigiert hat. Und sind sie deswegen weniger wert in unseren Augen als Shafi'i? Imam Malik, Imam Abu Hanifa? Nein, niemals, weil diese Leute, also ich persönlich, wenn ich sehe, jemand korrigiert seinen Fehler, er steigt im Wert bei mir. Warum? Weil er beweist, dass er diese Religion verstanden hat. In dieser Religion geht es nicht um Sympathie, geht es nicht darum, dass du eine gewisse Neigung zu einer Person hast. Es geht immer nur um eine Sache, um die Wahrheit. Deswegen habe ich zu den Leuten gesagt, Wallahi, wenn Abu al-Bara euch sagt, der Salaf-Weg ist falsch und er fängt an, diesen Weg zu verdrehen, dann warne ich euch, dass ihr noch von mir eine Sache hört. Warum? Weil unsere Herzen hängen mit was zusammen? Mit der Wahrheit, nicht mit den Followern. Yani, werden wir mit den Followern vor Allah Azzawajal stehen? Yani, wenn ich Follower auf Follower aus wäre, ich könnte ganz andere Sachen machen. Ich könnte so ein Europa-Islam den Leuten präsentieren. Was denkt ihr, hätte ich mehr Follower oder nicht? Ich könnte so ein bisschen tanzen mit ein paar Sufis. Yalla Habibi, mach mal ein Salto. Könnte ich machen alles. Ich mache Frauen, Männer gemischt. Kennt man sowas von Abu al-Bara? Alhamdulillah. Aber haben wir trotzdem die Reichweite? Allah gibt, was er will. Und Erfolg ist nur von Allah, nicht von dir. Und wenn du auch von Allah viele Follower bekommst, denke nicht, dass es unbedingt was Liebe von Allah dir gegenüber. Denn dieses ist manchmal nur eine Prüfung. Guck mal, Suleiman alayhi salatu wassalam, was für eine Fähigkeit hatte er gehabt, der Prophet? Er hatte eine ganz besondere Fähigkeit gehabt, die hat nicht jeder gehabt. Welche Fähigkeit hat Suleiman gehabt? Bitte schön, Abu Shayh. Er konnte mit den Tieren reden, er konnte sie verstehen. Was hat er gesagt? Tja, keiner ist mir voraus, ich habe eine besondere Gnade bekommen und ich bin der Beste unter den Menschen. Was hat er gesagt? Allahumma auzi'ni an ashkura ni'matak. O Allah, verhelfe mir dazu, deinen Gnaden oder für deine Gnaden zu danken. Seht ihr, was diese Angelegenheiten bedeuten?
Diese Gnaden musst du zu schätzen wissen. Wenn du sie nicht zu schätzen weißt, dann wird Allah diese Gnaden gegen dich verwenden und genau diese selben Leute werden dich kaputt machen, die vorher deine Follower waren. Taib, was will ich euch sagen? Kommen wir zu Hizb ut-Tahrir. Das ist eine Sekte, die ist meines Erachtens nach, ich muss nochmal nachgucken, irgendwann zwischen 1950 und 60 entstanden. Was sagt Allah Azza wa Jal im Koran? Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommen. Und ich habe meine Gnaden an euch vervollständigt. Und ich bin zufrieden mit dem Islam. Darf danach noch was kommen? Was sagt Imam Malik? Ma lam yakun yawma idhin dina. La yakunu al-yawma dina. Was damals keine Religion war, ist. Wann war noch mal Hizb ut-Tahrir? In der Zeit vom Propheten? Sehr spät, oder? So. Eigentlich jetzt für den, der versteht, müssten wir weiterreden? Müssten wir weiterreden? Frage an euch. Über diese Gruppe, ob sie richtig oder falsch ist. Müssten wir weiterreden? Hat sich erledigt. Seit wann ist es erlaubt im Islam, Parteien zu haben? Schau mal, wenn du zu diesen Leuten gehst und sagst, darf ich in eurer Partei eine Unterpartei machen, was sagen sie dir? Sie sagen dir, A'udhu Billah. Aber ihr dürft in die Religion Allahs eine Partei machen und Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تَكُونُوا كَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Und seid nicht wie die Götzendiener. Ja Allah, Allahu Akbar. Seid nicht wie die Götzendiener bedeutet, habt nicht die Eigenschaften von den Götzendienern. Dass ihr eure Religion in was spaltet? In Sekten und Gruppierungen. Jede Gruppe ist froh über das, was sie hat. Ja? Wer ist aus der Türkei hier zum Beispiel? Im Übrigen, ich kann auch Türkisch. Ein Video beweist das. Na, du bist aus der Türkei? Du bist aus der Türkei? Okay. Wer von euch kennt sich gut aus in der Türkei? Okay. Kennt ihr Tariqat in der Türkei? Ja. Könnt ihr bestätigen. Taib. Da gibt es 1000 Tariqa. Das heißt, Muhammad Effendi, Ahmed Effendi, Mahmoud Effendi, alles Effendi. Was heißt Effendi? Ich dachte, du kannst Türkisch. Effendim heißt so wie? Wie bitte eigentlich, wie bitte. Ja, aber wenn man sagt, Ahmed Effendi, Mahmoud Effendi und. Genau, so wie Sayyid. Okay, Sayyid heißt Führer so im Arabischen. Diese Tariqat haben ein Prinzip. Sie müssen sich nicht an die Rechtleitung der Religion halten. Der Führer von denen, durch ihn kommst du ins Paradies. Nicht durch die Befolgung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Durch ihn. Das heißt, wenn du ihn para gibst, um beim Türkischen zu bleiben, und wenn du ihn Frauen gibst, und ich meine das alles im Ernst, dann hast du sehr gute Chancen, ins Paradies zu kommen. Und wisst ihr, was einige Männer dort machen? Nicht Männer, wal'iyadu billah, Abschaum, sie geben ihnen ihre Ehefrauen, damit er sich mit ihnen vergnügt und mit ihnen zufrieden ist. Was machen die Leute, seine Anhänger? Wenn sie beten, halten sie in der Hand ein Bild von ihrem Führer, Effendi, damit sie zwischen ihm und Allah assoziieren. Das sind die Tariqat. Kennt ihr Naqshbandi, die nackten Banditen? Kennt ihr? Okay. Das sind genau diese Leute. Diese Leute, wenn du mit ihnen redest, bringen sie dir Beweise aus Koran und Sunna. Aber sind wo im Kufr? Dass ihr das lernt, ja, Ikhwa. So. Diese Tariqat, sie haben gesagt, kullu hizbin bima ladayhim farihun, eine jede Gruppe ist froh über das, was sie hat, bedeutet, jede Gruppe schließt die andere vom Islam aus. Muhammad Effendi sagt zu Mahmoud Effendi, du bist Kafir. Und Mahmoud Effendi sagt zu Ahmed Effendi, du bist Kafir. Und eigentlich sind sie alle im Dalal. Möge Allah uns bewahren. Versteht ihr? Aber jede sieht sich als die Gruppe an. Und wer ist die Gruppe bei uns im Islam, die einzigst erfolgreiche Gruppe ist? Ahlus Sunnati wal Jama'a. Richtig? Tayyib. Weil wir haben Leute, der sagt dir, ja, ihr seht euch immer als die Besten. Was ist das für eine Aussage? Haben wir das gesagt? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, taftariku ummati ala 73 milla bei At-Tirmidhi, kulluha finnar, au kulluhum finnar,
إلا ملة واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. Als er sagte, es wird in meiner Umma 73 Gruppen geben. 72 sind im Höllenfeuer und nur eine Gruppe ist errettet. Im Übrigen, diese Überlieferung hat die ganze Umma akzeptiert von der Authentizität. Nur eine ist errettet. Sie sagten, natürlich nach welchen Gruppen haben sie gefragt? Nach der Erretteten oder nach den Irregehenden? Wenn du nach den Irregehenden fragst, du wirst nicht so lange leben können, um sie alle zu erfassen. Also haben sie nach welcher Gruppe gefragt? Nach der Erretteten, weil sie Fiqh gehabt haben, Verständnis, die Sahaba radiallahu anhum. Dann sagte er, wer ist die errettete Gruppe? Wer sagt mir seine Antwort? Hä? Abu Safiya. Auf der ich mich befinde und meine Gefährten. Hat Abul Bara das gesagt? Hat Sheikh al-Albani das gesagt? Sheikh ibn Uthaymeen, Sheikh ibn Baz? Keiner hat das gesagt, außer der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nimm wir an oder nicht? Das ist für sie das Problem. Deswegen sagen sie, guck mal, die sehen sich als Bestes. Wallah, ich habe das nicht gesagt. Außerdem haben doch die Gelehrten Urteile. Deswegen, genau auf Basis von Koran und Sunna, was? Sie haben das gemacht, damit du verstehst, wer richtig und wer falsch ist. Genau diese Person, der sagt nur, du bist errettet. Okay, mal angenommen, dein Sohn fängt an, die Sahaba zu beschimpfen. Wird er das akzeptieren? Wird er das akzeptieren? Wird er nicht. Ah, also gibt es falsche Leute. Okay, jetzt einer betet oder folgt nicht dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, sondern er nimmt sich eine Tariqa in der Türkei. Wird er das akzeptieren? Nein. Aber, versteht ihr? Es geht darum, du darfst nicht sagen, es gibt Leute, die sind richtig und es gibt Leute, die sind falsch. Im Übrigen, wenn wir sagen, es gibt Leute, die sind richtig und es gibt Leute, die sind falsch, wollen wir für die Falschen das Falsche oder wozu machen wir Dawah? Wir wollen doch das Gute, deswegen machen wir doch Dawah. Weil wir für sie das Gute wollten. Wir könnten doch sagen, Alhamdulillah, wir haben die Religion verstanden. Ich kann mich jetzt zurücklehnen mit einem Schirmchen drin und gucke, ich weiß nicht was. Abul Baratiu. Und lehne mich zurück und die Welt ist schön. Aber wir machen das doch nicht. Wir wollen, dass die Leute zum richtigen Weg kommen. Ist das falsch? Das ist nicht falsch. Ist das verboten? Ist nicht verboten. Für diese Leute ist das ein Stich im Herzen, weil es gibt nicht die Richtigen. Es gibt nicht die Falschen. So sagt er dir nach außen. Aber für ihn sind alle richtig, außer du. Wenn es darum geht, die Salaf anzugreifen, dann siehst du sie, wie energisch sie sind, wie motiviert sie sind und wie fleißig sie sind. Aber wenn es um andere Gruppierungen geht, schau mal, Achi, Allah yehdi. Gibt es Leute, wenn du ihnen sagst, die Rawafid, die Shia, die sehr gefährlich sind, sagt er, Allah yehdihim, die können ja nichts dafür. Aber wenn du ihnen sagst, jetzt Wahhabiyya, gibt es Wahhabiyya? Gibt es nicht. Dann sagt er dir, La'natullah alayhim, und dann fängt er an. Der zieht seinen Gürtel aus und fängt an zu schimpfen. Was heißt das? Das heißt, sie haben Hass auf eine Gruppe, sie akzeptieren, sie haben den Hadith genau umgekehrt verstanden. Es gibt im Übrigen eine Erklärung von Ghazali. Er sagte, der Hadith ist falsch. Dieser Hadith meint, 72 sind im Paradies und nur eine ist im Höllenfeuer. A'udhu billah. Das ist Katastrophe, diese Aussage. Und geht gegen Koran und Sunnah. Deswegen, ja, Ikhwa, müssen wir aufpassen. Das heißt, diese Hizb ut-Tahrir haben was gemacht. Erstmal haben sie keine Grundlage in der Religion. Und du darfst auch keine Partei etablieren, wie wir das gerade gesagt haben. Im Übrigen war einer, nach dem Vortrag kam er zu mir und ein Bruder meinte, bitte rede mal mit ihm, der ist von Hizb ut-Tahrir. Habe ich ihm gesagt, auf welcher Basis stützt ihr euer ganzes Prinzip? Dann sagte er mir, es gibt eine Ayah im Koran, Allah Azza wa Jal sagt, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Umma, die zu den Menschen hervorgekommen seid. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Schlechte. Wa tu'minuna billah und ihr glaubt an Allah. Ich habe ihm gesagt, bitte nur eine Frage. Welcher von den Salaf hat die Ayah so erklärt, dass ihr damit Gruppierung und damit ihr damit Parteien errichten könnt? Er sagt, keiner. Ich sage ihm, von wem hast du das dann? Wisst ihr, von wem er das hatte? Letztendlich ist das rausgekommen. Das war sein eigener Gedanke. Jo, wir haben ja nur Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi. Nur so, damit andere mal sich sowas einfallen lassen im Koran, was diese und jene Ayah zu bedeuten haben. Die sind Unwissende. Sheikh Muqbil ibn Hadi, einer der größten Hadith-Gelehrten, sagte, bevor er gestorben ist, wüssten wir nicht, dass die Leute von Hizb ut-Tahrir
Unwissende sind, hätten wir sie vom Islam ausgeschlossen. Ab wann schließt man Leute vom Islam aus? Bei einer Sünde, bei einer kleinen Bid'a oder bei Kufr oder Schirk? Unsere Gelehrten, sind das Takfiris? Sondern sie überlegen 10-mal, bevor sie den Takfir aussprechen. Schaut mal, was sagt er? Wüssten wir nicht, dass sie Unwissende sind? Und ihr wisst, was sie alles verleugnen. Die verleugnen die Strafe im Grab. Koran bestätigt das, Sunna bestätigt das, Ijma' bestätigt das. Wenn du ihnen sagst, glaubst du nicht an die Strafe im Grab? Jetzt haben sie so eine neue Methodik, der sagt dir, ich bestätige das, aber ich mache kein Iman daran. Früher haben sie das nicht gesagt, ja? Die haben ein bisschen geändert, weil sie gesehen haben, sie haben keine Grundlage. Ja, wie kannst du etwas bestätigen, aber nicht Iman daran machen? Bitte erklär mir das. Vielleicht bin ich zu viel um die Städte gefahren und habe meine Gehirnzellen verloren. Aber erklärt mir das. Wie kannst du eine Sache bestätigen, aber nicht Iman daran machen? Das heißt, Glaube daran machen. Wie geht das? Du sagst jetzt, Subhanallah, wie kommst du darauf, dass es keine Strafe im Grab... Ja, wenn ich das Grab aufmache, dann sieht man keine Spuren. Schau mal. Allah Azza wa Jal sagt, Alif Lam, Zalikal Kitab, La Rayba Fi, Hudan, للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Als Allah angefangen hat, über die Gläubigen zu sprechen, was war die erste Eigenschaft, die er genannt hat, an das sie glauben? Sie glauben an das Verborgene. Sie glauben an das Verborgene. Ja, weil wenn du nicht an das Verborgene glaubst, dann Subhanallah, dann brauchst du nicht zu beten, weil Jannah ist verborgen, oder? Allahs Wohlgefallen ist verborgen, oder? Dann brauchst du nicht zu beten und nicht zu fasten und du brauchst überhaupt keine guten Taten zu machen. Deswegen hat der Prophet s.a.w. immer gesagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so ist er gut zum Beispiel zu seinen Eltern. Dann ist er gut zu seinen Nachbarn. Dann eine Frau, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt, verreist alleine nicht. Alles verbunden mit was? Wer? Iman. Mafum? Wir glauben an das Verborgene. Tayyib, wenn wir jetzt auch keine Spuren sehen, heißt das, dass er nicht bestraft wurde? Sheikhul Islam hat auf diese Leute geantwortet. Diese Leute, Hizb ut-Tahrir heute, waren damals Mu'tazila. Ich sag euch warum. Sheikhul Islam sagt ihnen, wenn jetzt jemand schläft und er erfährt einen Albtraum und er wird in diesem Albtraum geschlachtet. Manchmal haben wir solche Träume. Ihr kennt das, wenn man Lasagne gegessen hat mit 6 Nudelplatten und. Dann kriegt man komische Träume. So, du wirst jetzt im Traum geschlachtet, geschmäht und. Alles, Motorsäge und so weiter und so fort. Aber der neben dir ist, merkt er das? Und das ist in der Dunya wie dann im Verborgenen. Schaut mal die Antwort von Sheikhul Islam, rahimullah ta'ala. Diese sind Mu'tazila, die Hizb ut-Tahrir. Warum sind sie Mu'tazila? Weil wir haben einen Grundsatz in der Aqidah. Ja, red, wallah, ich würde mich so freuen, wenn ihr euch die Aqidah richtig merkt. Dieser Grundsatz heißt, إِذَا وَرَدَ النَّقْلِ حَكَمَ الْعَقْلِ. Wenn der Beweistext da ist, dann unterwirft sich der Verstand. Zum Beispiel, du hörst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, er ging, als er zum Propheten erkürt wurde, an einem Stein vorbei. Was sagte der Stein? Assalamu alaika ya Rasulallah. Okay? Wenn du jetzt anfängst mit deinem Verstand, kann ein Stein reden? Ein Stein hat keinen Mund, hat keine Stimmbänder und. So, aber jetzt die Frage, ist das ein Beweis, der authentisch ist? Was macht unser Verstand jetzt? Okay, er nimmt das an. So, jetzt guckt mal die Akida von diesen Irregehenden, unter anderem die Mu'tazila und ihre Enkelkinder sind heute die Hizb ut-Tahrir. Die sagen, إِذَا وَرَدَ النَّقْلِ حَكَمَ الْعَقْلِ. Wenn der Beweistext überliefert wurde, wer entscheidet? Aber warum dein Verstand? Warum nicht mein Verstand? Oder sein Verstand? Oder ist dein Verstand was Besonderes? Wenn du anfängst, dein Verstand sprechen zu lassen, dann endest du wie diese irregehenden Gruppierung. Schaut mal, die bestätigen für Allah, was sie wollen und lassen, was sie nicht wollen. Gibt es einige Sachen, die sie für Allah bestätigen? Ja. Gibt es andere, die sie nicht bestätigen? Dann was ist der Unterschied zwischen dem, was sie bestätigen und dem, was sie nicht bestätigen? Was ist ihr Maßstab, um zu bestätigen oder nicht zu bestätigen? Was ist ihr Maßstab? Beziehungsweise?
der Verstand. Das heißt, sie bestimmt für Allah, was er haben darf und was er nicht haben darf. Sind wir damit zufrieden als Leute der Sunna? A'udhu billah. A'antum a'lamu amillah. Seid ihr wissender als Allah Azza wa Jal? So, auf jeden Fall, damit ihr nur einen kleinen Eindruck habt, wie die Hizb ut-Tahrir sind. Im Übrigen, Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat ein ganzes Buch geschrieben als Widerlegung von dieser irregehenden Sekte. Und sie haben viele, viele Dinge, die sie erlauben, ja, die bei uns klar haram sind. Das wisst ihr auch. Wer von euch kennt einige von diesen Leuten? Okay. Normal, dass sie in Shisha-Bars gehen? Normal, dass sie rauchen? Ja, könnt ihr alles bestätigen, ne? Über diese Ahbash habe ich schon geredet, aber sie haben leider dieselbe Krankheit in bestimmten Sachen. Ja, machen sie. Weil solange das Khalifat nicht da ist, brauchen wir uns nicht bemühen. Okay, jetzt kommen wir dazu. Die sind rausgegangen und Khalifat sowieso, ihr merkt, was ist ein Kennzeichen von einer Sekte, wenn sie den ganzen Tag von morgens bis abends nur über was reden? Über ein Thema. Gehen wir mal durch. Über was reden die Khawarij den ganzen Tag, Takfiris? Ja, beziehungsweise Kufr bit Tagut, komm. Sagt ihr, ich habe jetzt kein Handy da. Sagt ihr, schau mal, stellt euch vor, das wäre ein Handy. Er sagt, was sagst du zu ihm? Schnell, Akku ist gleich alle. Schnell! Du sagst, Wallah, ich kenne den nicht. Der ist Präsident, schnell! Und hat auch gleich ein Ladekabel dabei. Sagst du, ich weiß nichts. Okay, google. Dann googelt er, 2, 3 Sätze. Er sagt, jetzt musst du sagen. Ich weiß nicht, ich enthalte mich. Kaffir! Ist das so leicht? Schaut mal. Nur damit ihr ein Gegenbeispiel habt. Kennt ihr eine Person, der heißt, wir reden mit Beweisen oder nicht? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Der war sozusagen, ja, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagt, aber sowas wie ein Verwalter, auf jeden Fall wie ein Amir so in der Art. Und hatte was zu sagen natürlich. Dieser Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi hat nach einer authentischen Überlieferung bei al-Tirmidhi 120.000 Muslime getötet. Wie viel? 120.000 Muslime. Viel oder wenig? Er hat Kinder von den Sahaba, die Paradiesbewohner sind, hat er in der Kaaba gekreuzigt. Zum Beispiel Abdullah ibn Zubair, der Sohn von Az-Zubair ibn Ul. Das heißt, er hat keine kleinen Sachen gemacht. Er hat große Sachen gemacht. Das ist nicht alles. Der hat gesagt über Suleiman alayhi salatu wassalam, inna Suleiman kana hasuda. Suleiman war ein neidischer Prophet. Die Beschimpfung von einem Propheten ist was in unserer Religion? Der hat gesagt, das Blut der Muslime ist für mich erlaubt. Wenn du etwas für erlaubt erklärst, was Allah verboten gemacht hat, was ist der Hukum? Okay. Also gab es einige von den Salaf-Gelehrten, ich rede jetzt über Salaf, nicht über Takfiri Hamburger, der im 6. Hinterhof wohnt, oder über Takfiri Frankfurter oder Berliner. Ich rede über Salaf. Tawus hat gesagt, der ist Kafir. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Und wir wissen, Tawus war ein Schüler von Ibn Abbas. Ibn Abbas selber wurde von den Khawarij als was gesehen? Als Kafir. Als er zu ihnen reinkam, sagten sie, Marhaba, ya Ibn Abbas. Was heißt Marhaba? Das heißt, sie haben ihm nicht was gesagt. Salamu alaikum. Warum nicht? Weil er für sie ein Kafir war. Tawus ist der Schüler von Ibn Abbas. Er hat gesagt, Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ist Kafir. Und andere sind ihm gefolgt. Hassan al-Basri und andere. So. Andere, Ibn Sirin und andere, die haben gesagt, nein, er ist kein Kafir. So. Beide Gruppen haben Beweise für das, was sie gesagt haben? Natürlich. Aber wir haben gesagt, Gelehrte sind nicht wie kleine Takfiris. Jetzt guckt mal. Obwohl manche gesagt haben, Kafir, andere nicht, damit wir nur verstehen, ist die Angelegenheit leicht, einfach den Takfir über eine Person zu sprechen? Nein. Hat Al-Hajjaj Taten vom Kufr gehabt? Warum haben manche ihn nicht zum Kafir erklärt? Weil für sie war das nicht so deutlich wie für andere, für die das deutlich war. So, wessen Beispiel haben wir gebracht? Von Salaf.
Kriegen wir ein besseres Beispiel? Kriegen wir nicht. Das heißt, jedes Beispiel, was dir ein Takfir heute bringt, dann sag ihn Salaf und nicht du. Weil unsere Religion ist Salaf. Sie behaupten auch angeblich, dass sie den Salaf folgen. So. Über was reden die Schia ganze Zeit? Sahaba, Ahlul Bayt. Ganzen Tag. Der kann die Sahaba von morgens bis abends beschimpfen. Über was reden die Ahbash den ganzen Tag? Allah existiert ohne Zeit und Ort. Ihr wisst, die haben auch eine Schallplatte draus gemacht, einen Song. Ja, wirklich. Allah bila makan. Die haben das gesungen. Ich meine das im Ernst. Damit sie selber dran glauben. Ja. Okay. Über was reden Hizb ut-Tahrir den ganzen Tag? Ah. Kennzeichen für Sekte, ja oder nein? Ahlus Sunnah, über was reden sie? Über alle Themen von Koran und Sunnah mit Verständnis der Salaf. Habt ihr Abul Bara über Dhikr reden gehört? Habt ihr Abul Bara gehört über Kufr bittagut? Habt ihr Abul Bara gehört über Sahaba und Ahlul Bayt, aber unsere Version von Ahlul Bayt? Und habt ihr Abul Bara gehört, wie er auch über Khalifat redet? Ja. Aber nicht wie diese Sekten. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Imam Ahmad, unauthentisch. Er sagte, es wird eine Zeit geben, wo ein Khalifat existieren wird auf Basis vom Propheten alaihi salatu wasallam. Richtig oder nicht? Ja. Aber wer sind unsere Anführer? Abu Shisha und Shisha? Wer sind unsere Anführer? Diese Leute haben da ihre Demonstration gemacht und haben natürlich, weil sie kein Wissen haben, weil sie keine Gelehrten haben, die ihnen zur Seite stehen und weil sie nichts von der Religion begreifen, haben einfach mal hier in diesem Land ausgerufen, Khalifat. Eine Frage. Wenn du jetzt als Muslim denkst, wo ist es sinnvoller, ein Khalifat zu errichten? In einem Land, wo schon Muslime leben oder in einem Land, wo die Menschen noch nicht wissen, was der Tauhid ist. Wo ist es sinnvoller, ein Khalifat zu errichten? Okay, in einem Land, wo die Menschen auch Muslime sind. Frage, würden sich da trauen, das zu machen? Ja, nee, jetzt schaut. Geschichtlich gesehen, ganz kurz bitte. Geschichtlich gesehen, wer kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihm ein Riesenangebot gemacht? Wer? Die Quraysh. Die Quraysh. Was haben sie ihm gesagt? Sie sagten zu ihm, wir werden keine politische Entscheidung mehr treffen, ohne dich zu fragen. Wir werden jede Frau, die dir gefällt, dir geben. Alles an Vermögen und Schätze wirst du verwalten. Sag mir, was hat er gesagt? Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt? Bitte schön. Okay, die Überlieferung ist daif. Aber es gibt eine andere Überlieferung, die Sheikh al-Albani als sahih gezeichnet hat. Erstmal war klar, er hat es nicht angenommen. Weil sie wollten, natürlich unter der Bedingung, dass sie ihm das geben. Wofür? Was sollte er lassen? Was sollte er lassen? Die Dawa. So. Er hat dieses nicht gelassen. Hätte er nicht sagen können, wie ein Hizbi, ich übernehme die Macht und dann diktiere ich nach unten. Hätte er das machen können, ja oder nein? Ja. Hätte gesagt, wir schalten jetzt mal einfach alles ab, sondern von oben nach unten. Hat er nicht gemacht. Warum nicht? Weil das nicht funktioniert. Habt ihr Länder gesehen, wo der Präsident islamischer war als das Volk und sie ihn innerhalb kürzester Zeit gestürzt haben? Haben wir doch gesehen, mit eigenen Augen. Weil das funktioniert nicht. Du musst... Iman ist kein Knopfdruck, wo du klickst und sagst, jetzt hat er Iman. Sondern der Prophet sallam, hat diesen Iman aufgebaut bei den Sahabern von unten nach oben. Nicht von oben nach unten. Und insofern, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht in Anspruch genommen hat, was wollt ihr denn hier? Und dann, a'udhu billah, ja Latif, wie sie reingeschrien haben ins Mikrofon,
Wallah, ich überlege, ich bin Deutscher. Es war ja nicht eine Freitagsrede unter Muslimen oder ein Vortrag unter Muslimen. Da waren ja auch Deutsche und alles drum und dran. Ja, und jetzt überleg mal, ein Deutscher sieht dich. Jetzt überlegt eine Sache. Einer geht nach Saudi-Arabien und sagt, ich werde jetzt in jedem Haus die Bibel hereinbringen. Werden Sie das als Kriegserklärung sehen? Ja. Natürlich, ganz normal. Ganz normal werden Sie das als Kriegserklärung sehen. Und das sehen Sie auch als Kriegserklärung. Und vielleicht sind Sie sogar selber die Kuffar so weit gegangen und haben diese Demonstration nur genehmigt, damit Sie diese Bilder haben, die Sie wollen. Glaubt ihr, die würden damit ein Problem haben? Überhaupt nicht. Weil komischerweise die letzten Demonstrationen für Palästin sind alle abgeblasen worden. Wisst ihr selber. Aber diese ist genehmigt worden, nachdem eine Woche vorher schon Probleme wegen dieser Demonstration bestanden. Sticky ist echt tricky, hä? Habt ihr verstanden, hä? Aber das Problem sind nicht diese Leute. Das Problem, wir liefern ihnen das, was sie haben wollen. Sagt man jetzt, kommt einer von Hizb ut-Tahrir, Abul Bara, du redest über Probleme und bist der größte Problemmacher? Also ich sage euch einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, ob ich nur den Koran und die Sunna erkläre, mit Verständnis der Salaf und deswegen Probleme bekomme, oder ob ich ein Hitzkopf bin, einer, der keine Aqida hat, einer, der nicht weiß, was der Weg der Salaf ist, und er ruft nach seinen Gelüsten und kriegt deswegen Probleme. Unterschied oder nicht? Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen, warum können Sie mir nichts anlasten in der Dawa? Und ihr wisst, die sind richtig hinter mir her. Im Übrigen, vielleicht halte ich demnächst im Bundestag eine Rede und sage, ihr müsst ein bisschen was ändern. Ja, weil sie nicht damit einverstanden sind, was wir alhamdulillah mit der Gunst Allahs erreicht haben. Dass wir mittlerweile Millionen von Jugendlichen erreichen. Möge Allah azawajal sie alle zur Rechtleitung bringen. Allahumma amin. Aber wie machen wir das? Machen wir das mit unerlaubten Mitteln? Machen wir das mit, indem wir die Religion krumm machen, wie die andere Person, über den wir jetzt geantwortet haben, die letzten Tage? Nein. Tawfiq ist von Allah Azza wa Jal. Er gibt Erfolg, wen er will, und er nimmt die Baraka von wem er will. Und wisse, Allah wird dir nur so lange Baraka geben, solange du auf dem Weg von wem bist? Von den Salaf. Und das ist keine Ignoranz oder Arroganz, dass man sagt, ich bin auf dem Weg von Salaf. Nein. Das ist der Unterschied. Ob du zum Wege Allahs rufst, mit Wissen und mit Hikmah. وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ. Und das ist mein gerader Weg, darum folgt ihn und folgt nicht den anderen Wegen. Daher ist das ein Riesenunterschied, wie du zu Allahs Weg rufst, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, ihr Ikhwa, mein Ratschlag: Lasst die Leute, ihr dürft nicht mit ihnen sitzen und ihr dürft ihnen nicht folgen und das teilen, was sie an Balal, an Irrwegen den Leuten überbringen. Sondern meidet die Leute und wisset, das ist eine irregehende Sekte. Okay? Das ist eine irregehende Sekte. Und das sage ich nicht, weil ich nicht bereit wäre, mich mit jemandem hinzusetzen und zu reden, sondern ich rede jetzt nur als religiöser Ratgeber. Weil manche können das nicht unterscheiden. Daher barak lafikum und jazakum lakhiran. Dann fangen wir sofort an mit den Fragen.